Ja, hallo allerseits. Dann sind wir heute zusammengekommen, um mit der Sensortechnik und innerhalb der Sensortechnik mit der piezoelektrischen Sensorik weiterzumachen. Wir hatten uns bisher mit den grundlegenden Phänomenen der Piezoelektrizität beschäftigt, hatten auch einige Schaltungen kennengelernt, mit denen die Signale von Piezo-Sensoren weiterverarbeitet werden können. Und jetzt will ich einige praktische Beispiele vorführen. Das, denke ich, geht relativ schnell. Das Kapitel, das Sie im Skript finden, das sich mit Ultraschallmesstechnik beschäftigt, das werde ich in diesem Semester überspringen. Insofern nehmen wir uns also jetzt beschäftigen, nicht mit dem Kapitel 8.6, wo habe ich denn die Stifte hier? Ultraschall. Das entfällt und wir gehen jetzt über zu 8.7 zu einigen Anwendungen. Und da haben wir ja im Grunde genommen gesehen, dass wir von der Gleichung ausgehen, Q ist D mal F. Also hier haben wir den piezoelektrischen Sensor, können hier die Ladung abgreifen, üben hier eine Kraft aus. Hier entsteht eine Ladung und Q ist D mal F. Daraus folgt, dass das Ganze als Kraftsensor arbeitet. Da wir natürlich die Fläche des Sensors kennen, können wir daraus auch ein Q gleich D mal Druck mal Fläche machen. P ist dann der Druck. Und dann wird das Ganze halt ein Drucksensor. Wir können auf den Piezo-Sensor eine schwere Masse draufsetzen. Und die Masse, die nenne ich halt M. Und wenn das ganze Ding dann beschleunigt wird, Beschleunigung mit Beschleunigung A, sehen wir Q gleich D mal und die Kraft ist M mal A. Und dann ist das ein Beschleunigungssensor. Und dazu müsste es in dem Skript dann auch entsprechende Bilder geben. Ja, wir sehen hier, wo ist denn mein Stöckchen? Wir sehen hier einen typischen Kraftsensor und
Wenn wir jetzt die Kraft messen wollen, die beispielsweise auf ein Werkstück oder auf einen Prüfling ausgeübt wird, dann wird der Sensor halt in den Prüfling hineingeschraubt. Hier oben kann man dann auch noch das Gegenstück verschrauben und es wird hier eine Kraft ausgeübt. Hier innen drin steckt dann der eigentliche Piezo-Sensor und da kommt das Signal raus. Also nichts besonders Tiefsinniges. Wenn Sie mal auf der Webseite der Firma Kistler nachschauen, werden Sie da auch schöne Filme sehen zur Verkehrsüberwachung. Da scheinen die komplette Systeme zu erstellen. Und Sie sehen jetzt hier, wie ein derartiges Quarz-Sensor-Element sozusagen als Wiegezelle eingesetzt werden kann, die dann in die Straße reingebaut wird oder bei irgendwelchen Inspektionsstellen, bei denen man Achsgewicht und Ähnliches bestimmen kann, dann benutzt werden kann. Ja. Hier sehen Sie jetzt so ein paar typische Messwerte. Der LKW fährt drüber und Sie können also gleich im laufenden Verkehr das Achsgewicht messen und können dann auch bestimmen, ob der LKW überladen ist oder nicht. Hier sehen wir jetzt Skizzen von einem Beschleunigungssensor, wie ich es eben hingeschrieben habe. Hier haben wir den Piezo-Sensor, da oben eine seismische Masse und hierauf wird es eine Beschleunigung ausgeübt. Das ganze Ding wird halt jetzt beschleunigt bewegt und dann wird über F gleich M mal A hier eine Kraft ausgeübt, die erzeugt eine Ladung und die kann man dann messen. Hier sehen wir jetzt nochmal ein Schnittbild. Die schwere Masse sitzt hier, da ist der Sensorkristall und Gehäuse drumherum, Anschlüsse dran. Und man hat da einen fertigen Sensor. Eine weitere Sorte von Beschleunigungssensoren sehen Sie hier, wo keine zusätzliche schwere Masse benötigt wird, sondern wo die Masse des Sensors selber ausgenutzt wird. Und hier sehen wir also jetzt ein Piezo-Element, das als Balken ausgeprägt ist. Und zwar ein Balken, ein zweischichtiger, also im Prinzip wie so eine Art Bimetallstreifen. Zwei piezoelektrische Sensoren gegeneinander hier drauf zusammengebracht. Und wenn das Ganze jetzt durch eine Beschleunigung nach unten gebogen wird, dann sieht man, die obere Keramik wird gedehnt, die untere wird gestaucht. Dadurch entstehen entgegengesetzte Spannungen und die können dann hier abgegriffen werden. Das ist dann im Prinzip, das vom Aufbau her vermutlich einfacher ist als das erste. Und hier sehen Sie jetzt einen Beschleunigungssensor von Bosch, der in zwei Richtungen arbeitet. Also ein derartiges Element, das jetzt sozusagen Beschleunigung in dieser Richtung misst und ein zweites Element, was Beschleunigung in dieser Richtung misst. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man hier innen drin auch nochmal eine Keramikschaltung, also eine Dickschichtschaltung mit einer integrierten Schaltung, sodass also dann insgesamt hier unten gleich ein weiterverarbeitetes Beschleunigungssignal abgegriffen werden kann. So, hier sehen Sie jetzt eine besondere Ausführungsform von einem Beschleunigungssensor. Also, wenn man jetzt hier unten reinschaut, piezokeramischer Ring, also hier haben wir die Piezokeramik, da ist die schwere Masse und das Ganze wird jetzt hier beispielsweise auf einen Motor aufgeschraubt und das Ganze soll als Klopfsensor dienen. Das heißt also, besonders starke Beschleunigungen, die durch das sogenannte Klopfen, also falsche Zustände bei der Verbrennung im Motor entstehen, die sollen detektiert werden und insofern ist das im Grunde genommen ein Beschleunigungssensor, der halt genau auf diese Beschleunigungen, die beim Klopfen auftreten, von seinem ganzen Aufbau her optimiert ist.
Also im Grunde genommen ein Beschleunigungssensor und für die spezielle Anwendung, nämlich diese starken Beschleunigungen beim Klopfen zu erkennen, ist es halt als Klopfsensor bezeichnet worden. So, PVDF als Sensormaterial hat ja den großen Vorteil, dass man große Flächen ausgesprochen einfach herstellen kann und diese großen Flächen können dann mit unterschiedlichen Elektroden, Geometrien versehen werden und von daher kann man dann auf diesen großen Flächen sozusagen ortsaufgelöst die Drücke messen und das sind Sachen, die in vielen Bereichen eingesetzt werden, beispielsweise auch in der Sporttechnik, in der Orthopädietechnik, wo man dann derartige ortsauflösende Drucksensoren beispielsweise jetzt hier in einen Sportschuh einarbeitet oder ich glaube in dem Skript Nummer 2 finden Sie Golfhandschuhe, die mit solchen Sensoren ausgestattet sind, sodass man also dann die Druckverteilung beim Gehen, bei sportlichen Aktivitäten messen kann. Meines Wissens sind auch die elektronischen Dartscheiben mit solchen PVDF-Sensoren ausgerüstet. Ja, und eine Anwendung, die würde ich ganz gerne noch bringen, wenn ich den schon gebracht habe. Also hier. Das ist ein Skript. Und eine weitere Anwendung, die ich noch kurz ansprechen will, sind die sogenannten Oberflächen. Oberflächenwellensensoren, also eine Piezokeramik. Mit zwei Fingerelektroden paaren, Draufsicht. Würde jetzt folgendermaßen aussehen. Das ist die Keramik und die Elektroden in so einer Fingerstruktur. Auf der Seite und ebenfalls auf der hier. Lassen wir so. Ja, und was man jetzt macht, man legt hier einen kurzen Spannungspuls an. Der Spannungspuls führt dann dazu, dass sich nach dem inversen Piezo-Effekt hier die Keramik etwas zusammenzieht. Das heißt, hier zieht sich die Keramik ein bisschen zusammen und das führt dazu, dass es hier auf der Oberfläche eine Welle entlangläuft. Die Welle kommt hier an. Diese Oberflächenwelle ist eine, die halt auch Spannungen, also mechanische Spannungen, erzeugt. Und diese mechanischen Spannungen, die jetzt hier sozusagen ankommen, die erzeugen dann hier wieder eine elektrische Spannung bzw. eine Ladung. Das heißt, man legt hier einen kurzen Puls an, einen kurzen elektrischen Spannungspuls an und dann entsteht hier ebenfalls ein kurzer elektrischer Spannungspuls. Aber zwischen dem Anlegen hier und dem Erscheinen des Pulses hier vergeht natürlich eine gewisse Zeit und die Zeit ist bestimmt durch den Abstand und durch die Schallgeschwindigkeit dieser Oberflächenwelle. Wenn man jetzt beispielsweise mit dem Signal, was hier ankommt,
die Spannung hier wieder antriggert. Das heißt, in dem Augenblick, wo das Signal hier angekommen ist, sendet man hier wieder einen neuen Puls aus. Dann entsteht hier sozusagen eine stehende Welle und die Schwingungsdauer entspricht genau der Durchlaufzeit, die man hier hat. Das wäre eine einfache elektronische Anwendung. Jetzt kann man sich aber vorstellen, dass die Schallgeschwindigkeit, die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Oberflächenwelle von da nach da, von der Beschaffenheit der Oberfläche abhängt. Und wenn man dann zum Beispiel im einfachsten Fall oder in einem einfachen Fall hier eine, ich nenne es mal so, eine sensorische Beschichtung aufbringt. Beispielsweise eine Beschichtung, die Feuchte anzieht, also eine hydrophile Beschichtung. Ja. Dann wird der Wassergehalt hier drin von der Luftfeuchte abhängen. Je höher die Luftfeuchte, desto mehr Wasser wird sich hier niederschlagen. Je mehr Wasser sich hier niederschlägt, umso stärker wird aber die Schallgeschwindigkeit hier beeinflusst und ich würde mal vermuten, die Schallausbreitung wird langsamer. Und das heißt, die Durchlaufzeit von hier nach da hängt davon ab, wie viel Feuchte hier drauf ist. Und auf die Art und Weise hat man einen Feuchtesensor. Wenn man jetzt die Beschichtung auf andere Gase, Dämpfe, Materialien empfindlich macht, dann kann man also auf die Art und Weise das Material oder die Dichte des Materials, auf das die Beschichtung hier empfindlich ist, dann messen. Und das ist also die Grundlage für eine ganze Reihe von stofferkennenden Sensoren, die dann nach diesem Oberflächenwellensensorprinzip funktionieren. Das heißt, wir legen hier einen Puls an. Und empfangen den auf dieser Seite. Der verformt die Oberfläche. Das heißt, eine Oberflächenwelle. Entsteht. Und diese Oberflächenwelle erzeugt hier eine Ladung bzw. eine Spannung. Und die Durchlaufzeit hängt ab vom Abstand und der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Die durch, ich nenne das jetzt mal so, sensorisch empfindliches Material verändert wird. Grundlage für Feuchtesensoren und andere stofferkennende Sensoren, je nachdem, welche Beschichtung man wählt.
So, insofern ist also die Piezo-Messtechnik eine ausgesprochen vielseitige und weit und breit angewendete Technik. Und deswegen, glaube ich, ist es auch gerechtfertigt, wenn wir auf diese Piezo-Technik ein kleines bisschen Zeit verwendet haben. Damit will ich die Piezo-Technik dann auch abschließen und wir kommen dann zu dem nächsten Kapitel 9, wo wir uns mit pyroelektrischen Sensoren beschäftigen, die wir sehr kurz behandeln können, weil die im Grunde genommen auf dem gleichen physikalischen Prinzip beruhen wie die Piezo-Sensoren.